Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakarika. It's time for Wakayashi. Willkommen, Leute, zu Throne and Liberty hier mit meinem Bruder Wakayashi. Und heute werden wir kranke Dungeons laufen. Ich werde heute alles beigebracht bekommen, Leute, wie das richtig funktioniert. Fast Run Hack, wie man hier durch die Slide, durch die Walls hackt und einfach den Boss direkt killt in 10 Sekunden, wie ihr Dungeons kriegt. Hier, jetzt, heute live mit den Kanaken. Oh, was Denergy eigentlich sagen wollte, ist, wir werden heute in Throne and Liberty alle T1 Dungeons machen, alle 50er Dungeons, ja, es gibt 6 Stück, und wir werden die krassesten Speedhack-Tipps und Tricks euch geben, und Denergy ist mit dabei, er ist einer der größten deutschen YouTube-Musikern, Musik-YouTubern, und auf jeden Fall, er hat nicht so viel Ahnung von MMOs, aber durch mich wird er zum Löwen. Aus einer Katze Leute, machen heute einen Löwen. Ich habe 8 Jahre getankt auf WoW und ich werde heute mal zeigen, was Musiker können. Aber trotzdem, ich brauche Hilfe, weil, Bruder, ich bin immer noch ein Fahrrad und du bist ein Benzer. Deswegen machen wir jetzt richtig gute. So, also wir sind im Abgrund-Dungeon, im Todesabgrund. Und das ist einer der ersten, einer der einfacheren Koop-Dungeons, die es hier gibt in dem Game. Und den werden wir jetzt einmal komplett kaputt schlagen. Denergy ist schon am Polen. Denergy, der also Kaneki. Guck mal, Kaneki ist der Tank, ne? Du lässt ihn tanken. Ne? Ich habe gehört, du hast irgendwie bei irgendeinem anderen Run mal den ganzen Raum gepullt und hast gesagt, hey, Leute, ich mache jetzt auch Tankarbeit. Auf jeden Fall. Wir wollen so wenig Monster hier ziehen, damit wir ein bisschen schneller durchkommen. Wir wollen ja Speedhack. Speedtech war aber schon hier an den links rumzulaufen, ne? Nicht genau. Also wir wollen so wenig Monster wie möglich ziehen, deswegen Speedtech, wir gehen an der Seite, damit wir, weil zum Abschluss des Dungeons brauchen wir die Monster nicht. Weißt du, was ich meine? Okay, verstehe nicht. Weiter. Guck mal, der Gebieter, der macht immer so einen Sprachansatz und danach muss einer den stunnen. Am besten immer der Tank. Danach gibt es hier eigentlich den Heiler. Der Heiler heilt halt die Monster und deswegen wollen wir eigentlich den Heiler zuerst fokussen, damit der Heiler nicht die anderen Mobs wieder heilt. Weißt du, was ich meine? Geil. Der Heiler heilt. Der Heiler heilt und der Gebieter ruft und macht dann einen AOE. Der one-shottet meistens. Bruder, rede in meiner Sprache, Digga. Welche Sprache redest du gerade, Digga? Bruder, siehst du den mit dem Schwert auf der Schulter? Der macht dich kaputt. Okay, der zieht einfach alle. Wir müssen jetzt dann. Jetzt guck mal. Musti hat beide gestunt. Perfekt. Also Musti hat beide mit Collision belegt und dadurch konnten wir quasi beide abbrechen. Ansonsten hätten sie uns gewone-shottet, verstehst du? Und wir hätten den ganzen Dungeon von vorne laufen müssen. Wow. Und deswegen, jetzt den Heiler, der Linke. Siehst du diese Sterne über den Monstern? Ja, was heißt das? Das heißt, wir visieren links an. Da ist einer noch auf dem Zauberer, das ist der Gisitarius. Der ist ein bisschen dumm, aber das ist nicht so schlimm. Okay. Also für jemanden, der hier das erste Mal reinläuft, ne? Wo muss man denn am besten, hier Karte oben ist ja oben rechts, wo muss man jetzt am besten laufen? Ich wüsste jetzt nicht, wenn ich hier alleine bin mit Randoms, wo ich lang muss, Digga. Also wir laufen ja gerade den Weg, es ist ein Schlauchlevel. Das Tor hier, wo wir eigentlich hin müssen, ist zu, weil wir noch rechts den Elite-Monster, den Boss, töten müssen. Ja. Ja, das ist der Unter-Barbo vom Barbo. Und das sind hier, und das sind die ganzen Chabos. Also, und er lässt den anderen auf Flasche sitzen. Er lässt uns gleich auf Flasche sitzen, wenn wir nicht richtig. Pass auf, nein, Musti, komm her. Speedhack. Jetzt hier wieder Speedhack. Hier kann man ein bisschen Zeit sparen, ja? Guck mal, siehst du diese Mittellinie? Guck mal, wie ich laufe. Ja. Guck mal, links und rechts zieht nichts, ne? Siehst du das? Lol. Heftig, ne? Guck mal, ich habe kein Monster gezogen. Guck mal, oh wenn, du mit Gott. Wenn du mit Randoms läufst, der zieht den ganzen Raum. Weißt du, wie du gestern? Guck mal. Wacka, willst du wirklich dieses Battle starten? Es steht schon 2-0 für mich. Tolga, irre ich mich? Habt ihr nicht gestern einen Run hier gemacht? Und ja, er hat da einmal habe ich das gemacht. Das war aber nicht dieser Raum, das war ein anderer. Der kommt später noch. Der ist auch ein bisschen schlimmer als der hier tatsächlich. Seid ihr gewiped? Nee, sind wir nicht. Also der Boss, ganz kurz, lass mal. Damage stop! So, der macht gleich eine Mechanik, wo zwei Leute hochfliegen und dann muss einer in C10. Damit die anderen nicht sterben. Okay. Ansonsten, die hochfliegen, werden sterben, wenn niemand ihn CC't. Und wir haben so viel DPS, dass diese Mechanik jetzt nicht gekommen ist. Ich hoffe, er macht sie noch. Ist das die einzigste Mechanik, die er macht? Ja, das ist die wichtigste Mechanik, die er macht. Blocken. Warte, wir hoffen, dass er das noch macht.
Jetzt kommt die Mechanik. Siehst du, da fliegen die. Und jetzt müsst ihr ihn stunnen. Jetzt müsst ihr ihn stunnen. Stun ihn mal. So, siehst du? Die beiden sind befreit, weil wir ihn gestunnt haben. Jetzt können wir ihn töten. Ich hab gepult. Ich bin tot. Was machst du? Wieso pulst du die? Ja, sag doch, ich hab gepult. Ich hab gepult. Ich bin tot. Nicht dann. Wir gehen auch damit wieder zurück. Wir können jetzt hier wieder Speedhack. Denergy, du bist jetzt. Du hast quasi den Fast Way gewählt. Du kannst jetzt quasi dich direkt da teleportieren, wo wir sowieso hin müssen. Actually, hat Denergy hier gerade einen neuen Speedhack erfunden, den ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Der ist nämlich jetzt schon schneller beim nächsten Ort, wo wir hin müssen. Weißt du was? Und wir müssen laufen. Oh mein Gott! Ich hab einfach einen erfunden im Spiel, Leute! Er ist einfach ein Naturtalent. Okay, pass auf. Ey, ich möchte euch nicht stressen, aber wir haben ein Problem, was uns in 2 Minuten Probleme bereiten wird. Warum? Da kommt er, ich hab gepult, Leute. Ich hab gepult. Was denn? Ich hab gepult. Ich check's nicht. Ich check ihn nicht. Jetzt checkst du. Was? Ach so, die Monster. Ja, irgendjemand ist durch die Mitte gelaufen. Das ist natürlich so blöd. Im Dungeon laufen die Monster unendlich lang weiter, ne? Also pass auf, Denergy. Die Leute gehen alle da längs. Ich brauche einen Bogenspieler, einen Daggerspieler bei mir. Ich laufe mit dir. Okay, nein, du gehst links. Du gehst links, aber bitte nur mit Kaneki. Töte nur das, was Kaneki macht. Tolga, du zeigst jetzt einmal den Zuschauern, wie man hier den hier cheesen kann. Also man muss in beiden Räumen, also einmal hier auf der Karte sieht man das ganz gut, einen Hebel ziehen und hier auch einen Hebel ziehen. Die Jungs machen jetzt den hier, normalerweise machen das 5 Leute hier und ein Daggerspieler, ein Deutschspieler geht hier hin und macht den Hebel. Und der Daggerspieler möchte halt nur den Soldaten ziehen. Da gibt es noch einen Gebieter, der rumläuft, der mit dem Schwert auf dem Rücken und den kann man halt machen, indem er einfach jetzt reingeht. Er betätigt jetzt den Hebel. Sobald Hebel durch ist, macht er sich jetzt unsichtbar. Na, ihr seht, er ist unsichtbar. Er läuft jetzt hier an mir vorbei. Und so garantieren wir, dass wir nur den Soldaten ziehen und nicht noch den Gebieter ziehen, damit der Soldat kommt. Weil ansonsten kommen beide und das ist halt natürlich mal problematisch. Wir wollen so wenig Monster wie möglich töten. Wir wollen auch euch so viele Speedhack-Tipps geben wie nur möglich. Denn mir ist zu Ohren gekommen, dass die Community richtig Schwierigkeiten hat, hier irgendwelche Dungeons zu klären. Und ich denke mir, Bro, wenn ihr jetzt schon bei diesen Dungeons Schwierigkeiten habt, ne? Ich will nicht wissen, wie euer Arsch auf Grundeis geht, wenn die ganzen T2 und T3 Dungeons released werden. Und die kommen, Leute. Die kommen noch wahrscheinlich dieses Jahr. Laut Roadmap hat Amazon Games gesagt, dass dieses Jahr noch T2 Dungeons kommen sollen. T3 wird noch lange dauern. Das wird wahrscheinlich erst im Frühjahr, spätestens im Sommer von 2025 kommen. Glaubst du, da werden auch sich Klassen verändern? Also so Debuff, also weniger oder Nerfs stärkere und Buffs? Klassen werden besser? Du meinst im MMO-Jargon, meinst du Nerfs und Buffs? Ja, genau. Ja. Okay, das ist cool. So, jetzt ganz kurz, bei dem wichtig, da hinten brauchen wir nichts ziehen, unnötig, ne, und bei dem hier. Nachdem wir die Hebel getätigt haben, können wir durch eines der beiden Tore durch. Wenn wir die Hebel nicht beide getätigt haben, dann geht zwar das Portal auf, aber hier unten ist noch Gift. Das heißt, wir gehen immer durch eine Schleuse. Wir wollen also, der Daggerspieler kommt dann auch rüber und geht durch die Main-Gruppe durch. Dieser Boss macht gleich auch ähnlich wie der Gebieter so einen Text. Und danach, wenn er das macht, hat er sein Schild in blau und dann wird er rot irgendwann. Und wenn er rot wird, sagt er nochmal was und dann muss Mustin als Tank ihn CC'en. Ich hab nichts verstanden. Einfach Damage jetzt. Damage, blauer Schild. Damage, jetzt ist rot und jetzt sagt er gleich was. Und jetzt einfach CC'en. CC heißt einfach Crowd Controlled Energy. Ich schwöre, ich wurde nie in einen Dungeon angenommen, ne, weil ich das nicht wusste alles. Perfekt, jetzt weiß ich's und werde trotzdem nicht angenommen. Dann wieso? Du wirst, wenn du mit diesem Guide hier durch bist, dann werden die Leute dich mit Kusshand nehmen. Oh mein Gott. Kann ich mir auch nebenbei was zu essen bestellen einfach? Das kannst du nur als Heiler. Deswegen spiele ich Heiler. Also in diesem ganzen Dungeon gibt es immer wieder so diese Feuerstellen, die kann man aktivieren und dann kann man sich dahin chillen. Und dann, wenn du dich hinchillst, regeneriert sich der HP und MP schneller. Also, HP steht für... HP steht für... LP. LP ist Lebenspunkte und MP ist Mana-Punkte. Du bist es einfach. Du bist er, weißt du? Du bist him. I'm a he, I'm a male, I'm a man. Okay, dann geht mal runter. Wenn nicht jeder hier unten im Dungeon-Raum steht, hier bei dem Boss, dann wird da gleich so eine Nebelwand kommen und dann, also sobald man den Boss anhittet, kommt immer eine Nebelwand. Und wer dann nicht drin ist, der wird meistens, der wird den Boss nicht töten können und der wird meistens gekickt, weil die Leute sehr, sehr toxisch sind in diesem Spiel und die gatekeepen dann. Die sagen dann, ey, du wusstest nicht mal, dass du jetzt an Ort und Stelle zeitnah hier reinkommen sollst. Wir kicken dich jetzt.
Das ist ein Kickgrund, Bro. Hab ich schon erlebt. Was muss ich jetzt machen? Was muss ich jetzt machen? Hallo? Es geht schon los, oder? Der Boss ist ganz einfach. Wir klatschen den erstmal. Macht mal ein bisschen weniger Damage, Leute. Also macht mal nicht so Giga-DPS, damit wir auch ein paar Mechaniken sehen. Der Boss macht immer abwechselnd eine von zwei Mechaniken. Also, der Boss hat eine Mechanik, wo eine Person, wo mehrere Personen markiert werden mit einem Totenkopf, mit einem blauen Totenkopf. Okay. Da ist die Markierung. Und jetzt lauf weg. Okay, du bist es nicht, Lea. Ah. Du bist nicht mit Energy. Aber du siehst, wie die weglaufen. Und jetzt sammel. Und sammel dich. Sammel dich in der Mitte. Einer bekommt jetzt so eine Fläche. Da ist die Fläche. Da gehen wir rein. Ja. Alle hier rein. Ja. Der Heiler packt hier nochmal so ein paar Schilde rein, damit man nicht hier zu viel Schaden bekommt. Blocken. Oh. Danach Alter, immer blocken. Ja. Der macht den Block danach immer. Der ist garantiert. So, das heißt also, diese Sicheln verfolgen dich. Du musst die rauskiten, damit du möglichst halt schnell. Damit du überlebst, weil die Sicheln machen sehr viel Schaden. Und der Boss hat noch eine andere Mechanik, das ist die Mechanik, die du jetzt auch gerade gesehen hast. Der Boss springt immer von dem einen zu dem anderen. Und er springt immer zu dem, der am weitesten im Raum steht. Und macht dann halt auch immer währenddessen diese Wellenangriffe. Und wenn diese Wellenangriffe kommen, dann siehst du, die werden alle genockt. Deswegen möchte man das eigentlich immer möglichst in den Rand casten. Seht ihr das? Guck mal, wenn Kaneki jetzt zum Beispiel jetzt hier, der hat ja Aggro. Wenn er sich nach hier stellt, dann würde er die Wellenattacke in die Nebelwand machen. Und... du hast perfekt gerade gespielt. Du hast es ungewollt perfekt gespielt. Du hast ihn in die Wand casten lassen, weil sonst hätte die Welle uns erwischt. Und das macht dann natürlich unnötig DPS. Okay, jetzt müssen wir laufen. Lauf weg. Wir beide sind es zufälligerweise nicht. Nein! Oh mein Gott, ich dachte, ich sterbe. Ich hab dich Alter! Leider. Macht das viel Damage, wenn man davon getroffen wird? Es geht, die Welle ist nicht so schlimm. Kommt mal rein hier. Und in der Fläche ist Safe Zone. Und jetzt blocken. Sehr gut, Alter, sehr gut. Ein Naturtalent. Alter! Ihr könnt ihn jetzt runterhauen. Das waren alle Mechaniken, also das ist alles. Das wiederholt sich jetzt die ganze Zeit, deswegen gehört Death Abyss, also Todesabgrund, zu eines der einfachsten Bosse, die es gibt. Es gibt einmal die Blockanzeige, wo wir alle blocken müssen, und einmal die Blockanzeige, die wir eben gerade gesehen haben, die muss nur der Tank machen, der Aggro hat. Ja, das ist ja easy. Also für den ersten, also lohnt sich der Loot hier aber auch? Also... Oder ist es eher so Prämie, also wenn es so einfach ist, dann wahrscheinlich nicht so krasser Loot, oder? Also der Loot ist davon abhängig, wer hier reingeht. Ein Tank möchte hier SNS haben, ein Bogenspieler möchte vielleicht den Karnix Bogen haben. Und ansonsten muss man halt immer gucken. Man kann, wenn man auf Escape geht, auf Koop Dungeon geht, sieht man immer den Loot. Da sitzt du jetzt gerade vor mit der Kamera, aber man sieht hier immer, was der Boss droppen kann, und danach richtet man sich aus. Das war ein Dungeon Guide zu Todesabgrund. Ich hoffe, wir konnten euch helfen. Wir sehen uns im nächsten Dungeon Guide. Tschüssi.